So, schön, dass Sie noch so zahlreich am letzten Vortrag hier am Donnerstag erschienen sind. Wer im Nachgang zur Voskis-Mitgliederversammlung möchte, ist dazu immer noch herzlich eingeladen. Ich glaube, das wissen mittlerweile auch alle. Aber bevor wir das machen, gibt es Inspire-Download-Dienste und ich bin gespannt, was da im letzten Jahr passiert ist und von daher viel Spaß. Ja, schönen Abend zusammen. Mein Name ist Armin Retterath und ich komme aus Rheinland-Pfalz und kümmere mich in Deutschland um die Geoportale der Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und ich möchte heute Abend ein bisschen was erzählen zu der Entwicklung der Inspire-Download-Dienste in Rheinland-Pfalz oder auch deutschlandweit, was sich da ergeben hat in den letzten Jahren eigentlich und wie die Zugriffsstatistiken aussehen auf diese Dienste. Kurzen Überblick über den Vortrag. Erstmal, wie sah der Zugriff auf Geodaten aus, bevor wir die Inspire-Richtlinie bekommen haben? Wie sind die Inspire-Download-Dienste konzipiert, aufgesetzt? Wie sieht das Umsetzungskonzept aus, was wir in den drei Bundesländern fahren? Dann möchte ich ein paar Beispiele zeigen für Atom Feeds. Das ist eine Variante von einem Inspire-Download-Dienst, was zu der Statistik sagen, wie sieht die Zugriffsstatistik in Rheinland-Pfalz aus, die wir da aufzeichnen. Und zum Schluss noch mal kurz auf die Direct Access Download-Dienste eingehen, die jetzt in den letzten Monaten stark zugenommen haben. Wie funktionieren die und wie sieht die Umsetzung da in den drei Bundesländern aus? Zum Schluss fasse ich noch mal die Lessons Learned zusammen und dann sind noch ein paar Minuten für Fragen. Ja, wie sah der Download von Daten vor Inspire aus, also bevor wir die Richtlinie bekommen haben? Die erste Option, die für Rasterdaten und Vektordaten möglich ist in Geodateninfrastrukturen, ist einfach ein Link in einen ISO 1939-Rekord einzutragen und den dann zu publizieren im Geodatenkatalog. Und wenn dann ein Klient diesen Rekord findet, dann kann er diesen Link aufrufen und sich die Daten halt runterladen. Das war die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, Daten runterzuladen vor Inspire, war die Nutzung von im Bereich Vektordaten von Web Feature Services, der beiden Spezifikationen 1.0.0 und 1.1.0. Im Rasterdatenbereich haben wir ja schon längere Zeit dann die WMS Interfaces und auch Web Coverage Service Interfaces. Das waren so die typischen Möglichkeiten, die auch genutzt worden sind vor Inspire. Dann hat Inspire eine Problematik erkannt, dass die Verlinkung von Datensätzen aus Metadaten halt nicht besonders flexibel ist. Man wollte halt mehr Flexibilität schaffen und hat dann eben ein eigenes Konzept gefahren. Es war auch so gewesen, dass im Jahr 2007 halt generische WFS und WCS-Clients eigentlich nicht existierten oder kaum existierten. Und von daher musste Inspire bei der Umsetzung der Richtlinie einen eigenen Weg gehen. Die Aussage in der Inspire-Richtlinie aus dem Jahr 2007 war, dass der Zugriff auf Daten, das ist der Punkt C hier unten, über die Nutzung von Download-Services erfolgt. Dann gab es 2012, just in time, also ein paar Jahre später, eine technische Handlungsempfehlung, wie diese Download-Services auszusehen haben, dass wir in Europa eine Interoperabilität erreichen. Die ist dann auch deutschlandweit, also ist dann übersetzt worden, in deutschsprachige Handlungsempfehlungen überführt worden und ist die Grundlage für das, was eigentlich in den letzten Jahren passiert. So, welche Möglichkeiten bieten diese Handlungsempfehlungen? Einmal gibt es diese Predefined Dataset Download Services, das ist eine Atom Feed Variante, die man da publizieren kann, oder halt eben ein Web Feature Service in der Version 2.0. Und es gibt dann eine Alternative, den Direct Access Download Service, der ist optional, der muss nicht unbedingt umgesetzt werden, um Inspire zu erfüllen. Der basiert eben direkt auf einem Web Feature Service der Version 2.0, der ein bisschen adaptiert sein muss, um die Inspire-Anforderungen umzusetzen. Kurz nochmal der Zeitplan der Inspire-Richtlinie. Wir sehen hier die dunkelblauen Felder. Das war im Endeffekt der Zeitpunkt, das war der 3.12.2013, wo für alle Datensätze, die unter diese Richtlinie fallen, eigentlich schon Download-Services existieren mussten. Ist natürlich nicht passiert, hat auch keiner kontrolliert, es gab auch kein Vertragsverletzungsverfahren diesbezüglich, aber nur um das nochmal in den Raum zu stellen. Gehen wir zum Umsetzungskonzept in Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen. Wir wollten damals, also wir mussten ja auch die Inspire-Richtlinie umsetzen und haben uns dann für einen konsistenten Ansatz entschieden, der sehr einfach für die Anbieter von den Daten sein sollte und ebenfalls einfach auch für die Nutzer.
Das heißt, die Idee war auch schon zu Beginn gewesen, diese Inspire Download Service als Standardvertriebs- oder Download-Zugriffsoption in den Geodateninfrastrukturen der Länder einzurichten und da keine weiteren Optionen vorzuhalten. Das Konzept bestand dann darin, dass wir sagen, wir nutzen diese Inspire Atom Feeds, das war die einfachste Variante, als Standardzugriff auf die verteilten Geodaten. Und um das umzusetzen, haben wir einen Atom Feed Proxy entwickelt in unserer Geoportal-Lösung, der auf Basis von WMS-Datenquellen, Web-Feature-Service-Datenquellen oder auch Links aus diesen ISO 19939-Records in der Lage ist, diese Atom-Feed zu synthetisieren zur Laufzeit. Das ist eigentlich so dieses Konzept, was dahinter steckt. Und zusätzlich haben wir noch einen einfachen Web-Client entwickelt, der halt auch in der Lage ist, diese standardisierten, europaweit standardisierten Download-Feeds zu konsumieren und um damit den Nutzer zu einfacher zu ermöglichen, Daten herunterzuladen. Und das gab dann auch eine nahtlose Integration in die Geoportale der drei Länder. Kurz zu den Beispielen der Atom Feeds. Das ist jetzt der HTML-basierte Client, der jetzt ein Atom Feed für Luftbilder aus Rheinland-Pfalz publiziert. Der wertet halt diese XML-Dokumente aus, stellt dann den Extent nochmal dar, gibt die rechtlichen Informationen, stellt er zur Verfügung. Und unter der Rubrik Reiter Varianten werden dann, wird der Datensatz gegebenenfalls in einzelnen Segmenten zum Download angeboten. Ich kann mir die dann auswählen. In der nächsten Zeit irgendwann kommt auch ein Multiselect oder polygonale Abgrenzung, die man dann eben definieren kann. Und laden wir die Daten dann im Endeffekt über einen Link herunter. Das wäre jetzt für das Beispiel der Luftbilder im Bereich Rasterdaten. Für die Vektordaten sieht das genauso aus, nur basiert der Atom-Feed für die Vektordaten eben nicht auf der WMS-Datenquelle, sondern auf einer Web-Feature-Service-Datenquelle im Hintergrund. Das sind jetzt ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz, die Weinbergsrolle. Das sind die ganzen Weinlagen, die von der Landwirtschaftskammer verwaltet werden. Die werden über WFS publiziert und der WFS verfügt eben über verschiedene Ausgabeformate, die dann hier zum Auswahl auch angeboten werden für den Atom Feed Client, also JSON, GML2, CSV oder was auch immer. Und dann kann ich mir den Datensatz eben in dem beliebigen Format halt hier unten runterladen. Und im Endeffekt sehen die beiden Varianten ja eigentlich identisch aus. Ob es sich jetzt um Raster- oder Vektordaten handelt, ist da egal an der Stelle. Das ist halt die Standardisierung, die wir eingeführt haben. Das war 2012 auch schon der Fall gewesen und wir hatten uns dann natürlich überlegt, wenn wir so eine Standardisierung einfügen, uns einen einheitlichen Weg, dann wollen wir auch dokumentieren oder protokollieren, welche Daten am häufigsten runtergeladen werden und auch verwendet werden. Was hat sich dann in Rheinland-Pfalz entwickelt in der Zeit? Wir hatten 2016 auch nochmal eine Umfrage gemacht, wie unser Geoportal genutzt wird, zu welchen Zwecken, bei 14.000 Nutzern. Und hatten 2200 Rückläufe und hier ist jetzt der grüne Balken dokumentiert die Antworten, dass die Nutzer eben auch das Geoportal zum Download von Daten halt auch verwenden. Das war für uns überraschend, wir sind davon ausgegangen, dass hauptsächlich nur geschaut wird und der Download eher gering ausfällt, aber wir haben 651 Antworten eben bezüglich des Downloads erhalten. Jetzt mal kurz eine Statistik für Rheinland-Pfalz, für das Geoportal Rheinland-Pfalz. Das sind die Datenanbieter, die in Rheinland-Pfalz Daten publizieren im Geoportal. In Klammern jeweils die Zahl der Datensätze. Der größte Datenanbieter ist das Statistische Landesamt, dann kommt die Vermessungsverwaltung und so weiter. Auch die einzelnen Ministerien. Da sieht man eigentlich so den Zoo, den wir da irgendwie unter Kontrolle zu kriegen haben. Ist noch überschaubar. Wenn wir jetzt in die Kommunen reingehen, dann haben wir ja auch die ganzen Verbandsgemeinden oder Samtgemeinden in Niedersachsen. Das sind jetzt Gemeindeverbände, die Daten publizieren, meistens Flächennutzungspläne, Bebauungspläne und irgendwelche Satzungen. Und bei den Kommunen selbst, einzelne Städte oder auch Gemeinden sind natürlich auch vorhanden. Also wir haben jetzt so ein Konglomerat von um die 100 Organisationen, die Daten publizieren. Das ist aktueller Stand. Also die Grafik wird live erzeugt aus der Datenbank. Das ist eine HTML5-Grafik, die halt über D3JS quasi direkt auf die Organisationstabelle der Datenbank zugreift. So, jetzt eine statische
Anzeige, das ist der Download von Rasterdaten, wie sich der also in den letzten, also für die letzten 3 Jahre. Und wir sehen jetzt hier im Bereich der Rasterdaten werden hauptsächlich oder zu größten Teil halt Basisdaten runtergeladen. Die häufigsten Zugriffe, 14.000 Mal, war die DDK25. Die Luftbilder sind 13.000 Mal runtergeladen worden über die Atom-Feeds, also immer über den 2er-Download-Dienste. Ne? Und dann reduziert sich interessant auch, dass die historischen Karten oft runtergeladen worden sind, diese Trochot-Aufnahme und Müffling, da sind scheinbar die Historiker daran interessiert. Das ist im Bereich der Rasterdaten, also hauptsächlich Basisdaten. Im Bereich der Vektordaten sieht das anders aus. Vektordaten werden generell weniger runtergeladen. Das ist jetzt vielleicht schwer zu sehen von hinten. Die meisten, also am häufigsten wird das Straßennetz geladen in Rheinland-Pfalz von der Straßenbauverwaltung. Dann die Naturschutzgebiete, dann Gemeindegrenzen, administrative Einheiten, hier Windenergieanlagen, Fluren, Überschwemmungsgebiete, Naturschutzgebiete, Bioenergieanlagen, FFH-Gebiete und so weiter. Aber es ist eigentlich ganz interessant, um zu sehen, was für welche Zwecke, Anwendungszwecke wird die Geodateninfrastruktur, das Geoportal auch verwendet. Genau, damit werden wir mit der Statistik durch. Die Inspire-Download-Dienste werden von uns nicht nur im eigenen Geoportal angeboten, auch der Client, sondern in eigentlich auch schon länger, das gehen wir mal hier auf eine andere Seite, im Open Data Portal Rheinland-Pfalz. Also das rheinland-pfälzische Open Data Portal ist direkt gekoppelt mit dem Geoportal und wir exportieren auch die Inspire Download Dienste und die Metadaten halt regelmäßig in das Open Data Portal rein, so damit die Nutzer dann einen einfachen Zugriff auf die Daten ebenfalls auch auf der Seite Open Data bekommen. Jetzt habe ich hier ein Beispiel, die Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz, die können sowohl, die Metadaten werden dann hier als iFrame mit reingehangen aus der GDI im Open Data Portal, als auch die, wie machst du das zurück? Sorry. Genau, der Download war hier noch nicht aktiviert, das wundert mich jetzt F5. Genau. Hier ist im Endeffekt der Inspire Download Feed Client, den wir zur Verfügung stellen, auch als iFrame im Open Data Portal eingeblendet. Das heißt, über welchen Weg jetzt die Downloads erfolgen, ob die über das Geoportal erfolgen oder über die Open Data Anwendung, ist uns nicht transparent. Das können wir jetzt nicht entscheiden anhand der Statistik. Ich denke, das ist ein ganz schöner. Auch ein schönes Beispiel dafür, wie jetzt im Endeffekt man die GDI mit dem Open Data System koppeln kann. Wir exportieren auch hier unseren neuen Open Layers 4 basierten Client als iFrame, der auch responsive ist, das Thema hatten wir eben schon, direkt ins Open Data Portal, in den CCAN rein. Also von daher haben wir da einen ziemlich hohen Grad der Vernetzung erreicht. Kommen wir wieder zurück zu den Download-Diensten. Genau, jetzt stelle ich den Zeitplan nochmal vor. Wir sind ja jetzt in 2018 und haben damit den nächsten Meilenstein eigentlich im Bereich der Inspire-Umsetzung erreicht. Der Meilenstein, der nämlich definiert, dass bis zum 23.11.2017 die Annex 1-Themen im Inspire-Datenmodell publiziert sein mussten, ebenfalls über Download-Dienste und dementsprechend auch konform zu dem Inspire-Datenmodell. Da stehen wir jetzt. Der Druck hat dazu geführt, dass in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr relativ viel Arbeit investiert worden ist, reingesteckt worden ist in die Umsetzung von Web Feature Services auf Basis von in der Version 2.0, die halt dann eben die Inspire-Kompatibilität herstellen soll. Da die Softwarekomponenten nicht unbedingt alle so einfach adaptierbar sind, um die Zusatzanforderungen zu erfüllen, haben wir jetzt auch im Geoportal eine Zusatzmöglichkeit geschaffen, diese Capabilities-Dokumente der WFS 2.0-Dienste, die jetzt immer mehr werden, on the fly, um die Inspire-Metadaten anzureichern. Das heißt, das wird jetzt über den Proxy realisiert, da muss sich der Datenanbieter nicht drum kümmern. Ein ähnliches Verfahren haben wir auch schon vor Jahren bei den Webmap-Services umgesetzt. Der Proxy überschreibt also die Capabilities-Dokumente zur Zeit der Anfrage.
und synthetisiert diese Service-Metadaten-Records, die an den Spire weitergeliefert werden müssen, und liefert die Capabilities, ähnlich wie wir das bei den WMS-Diensten auch machen, per ID aus. Das heißt, die Capabilities-Dokumente werden nicht von der Original-URL ausgeliefert, sondern von der zentralen Proxy-URL. Das macht das System resistent gegen Umzügen der Server im Hintergrund. Und wir haben auch die Möglichkeit jetzt geschaffen, einen Security-Proxy noch zu aktivieren. Der Dienst wird registriert und man kann bei Bedarf, bei Wunsch auch einen Security-Proxy aktivieren. Was erhalten wir ja, oder der größte Vorteil, der sich dabei ergibt, ist im Endeffekt, dass wir persistente Web-Feature-Service-URLs erhalten, ja, und diese Web-Feature-Services sich dauerhaft in Geschäftsprozesse integrieren lassen. Das wäre sonst nicht möglich an der Stelle. Das hier ist jetzt ein Beispiel, das ist ein Metadatensatz oder Metadatenanzeige für einen Feature-Type, Windenergieanlagen, und wir haben dann im Bereich der Rubrik Schnittstellen einzelne Capabilities-Dokumente, Inspire-Capabilities-Dokumente, die wir die Metadaten exportieren an Inspire, aber eben auch Geoportal-Capabilities-Dokumente, die per ID eben ausgeliefert werden. Das ist jetzt ein Screenshot von der Security-Proxy-Fassade, also die Nutzer, wenn die ihre Dienste registriert haben. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen, der Vermessungsverwaltung für Flurstücke, für einen Flurstücksdienst, der registriert worden ist, der eben nur speziellen Nutzern auch zur Verfügung gestellt werden soll. Und die werden halt über diese Security-Komponente abgesichert und die einzelnen Objekte werden auch von der Komponente gezählt beim Abruf. Das heißt, wenn ein Get-Feature-Info-Aufruf, Get-Feature-Aufruf reinkommt an, an den zentralen Proxy, dann wird der Request ausgewertet, wird an den Original-Server weitergeleitet, das Ergebnis wird dann erhalten, wird gezählt und wird dann wieder ausgeliefert an den Nutzer. Und jetzt würde ich gerne zeigen, die Integration jetzt in QGIS, nämlich live, wie schnell das auch funktionieren kann, trotz Zählen und Absichern und so weiter. Ich mache jetzt einfach mal QGIS auf, das ist die 3.0er-Version und öffne jetzt mal hier einen Ausschnitt. Die blauen Flurstücke, die da jetzt ausgeliefert worden sind, die kommen von dem Security-Proxy bzw. von dem WFS im Landesintranet. Und die sind über eine persistente URL in dieses QGIS-Projekt eingebunden. Interessant ist, also wenn ich jetzt über dieses Flurstück drüber gehe, mit der Mouse over, zeigt er mir ja die Zugriffs-URL an, die dann eben www.geoportal.lp.de/registry/wfs/id des Web-Feature-Services, der da registriert ist, eben lautet. Und der wird eben auch mit Authentifizierungsdaten auch, ist dann nur zugänglich. Da gebe ich halt dann die Geoportal-Kennung ein und Passwort und kann dann auf diesen Dienst zugreifen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt den Ausschnitt hier verschiebe, fragt er halt auch die, zählt er auch wieder die Objekte, die Flurstück-Features. Und das geht eigentlich relativ performant. Ich glaube, das Rendern dauert länger als das Ausliefern. Und das haben wir bis zu einer Größenordnung von 100.000 Flurstücken, läuft das sehr stabil momentan. Okay, so viel zum Beispiel. Ja. Lessons learned, also aus unserer Sicht, genau, die Download-Dienste sind total praxistauglich. Es werden immer mehr Web-Feature-Services etabliert. Aber wichtig für den Erfolg der ganzen Infrastruktur ist eigentlich, dass die Zuverlässigkeit gewährleistet ist, dass die Dienste halt eben auch zuverlässig arbeiten. Und auf der anderen Seite brauchen wir halt persistente URLs, um auf die Dienste zugreifen zu können. Das haben wir mit der Proxy-Fassade realisiert, aber in den anderen Infrastrukturen sieht das nicht unbedingt so aus. Ja. Aber mit der Möglichkeit haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, wirklich Objekte untereinander zu verknüpfen und zu verlinken und auch dauerhaft zu verlinken. Jo, damit wäre ich eigentlich am Ende. Ja, danke für den Vortrag und ist ja auch mal schön zu sehen, dass die Leute wirklich was runterladen, oder? Also ich finde das immer gut. Das ist, man macht es ja doch für Leute anscheinend, die es dann... Ja, schauen wir ja. Das finde ich sehr schön. Gibt es denn Fragen dazu? Ja, hallo. Ja. Ich habe nicht ganz verstanden, wie habt ihr denn die Zugriffsstatistiken ermittelt? Wie habt ihr denn die Zugriffsstatistiken? Für die Inspire-Download-Dienste, ja. Genau. Der Client, den wir haben, wir haben diesen HTML-Client, der auch in der Lage ist, alle möglichen anderen Dienste zu konsumieren, also aus Europa, der hat eine Log-Komponente.
So, das heißt, wenn ein Dienst da eingeladen wird, dann speichern wir den in der Datenbank ab. Und dann wird auch über die URL, die reingeladen wird, die Identität festgestellt und er kriegt ein Inkrement. Und damit machen wir die Zugriffsstatistiken für die Atom-Feeds. Wir sehen auch die europäischen Atom-Feeds, die damit konsumiert werden. Und WFS-Zugriffe, habt ihr da auch Statistiken? Hm? Also normale WFS-Zugriffe, habt ihr da auch? Nee, für die WFS laufen ja normalerweise in den meisten Fällen nicht abgesichert, sind frei und dadurch haben wir natürlich keine Zugriffsstatistiken. Wir können nur die Aufrufe der Capabilities-Requests zählen. Das machen wir für die WMS-Dienste. Die einzige Statistik, die wir haben, das ist halt dieses Feature-Count und so weiter für die abgesicherten Dienste, die über unsere Infrastruktur laufen. Die können wir dokumentieren. Aber das macht jeder Anbieter für sich alleine. Das macht keinen Sinn, das jetzt, weil das auch nur eine Auswahl von Diensten ist, im Zentralsystem vorzuhalten. Ja, weil bei uns würden wir wissen, ob die Leute das überhaupt nutzen oder nicht nutzen. Das ist natürlich schwer zu erkennen ohne. Ja, wir haben zwei Statistiken an der Stelle. Auf der einen Seite locken wir die Zugriffe auf die APIs des Geoportals, um das Geoportal zu integrieren. Da haben wir auch eine API für, ähnlich wie das hier in den anderen Beispielen auch bei den verschiedenen Open Layers Clients gezeigt worden ist, wo wir die Referrer und so weiter alles in der Datenbank ablegen, um zu sehen, von wo sind wir verlinkt, welche Anwendungen greifen auf uns zu und eben für die Atom Feeds. Das sind die beiden Log-Dateien oder Tabellen, die wir da führen. Gibt es sonst noch Fragen? Da vorne einmal. Inwieweit sind die Download-Services nutzungsbeschränkt oder inwiefern sind sie frei verfügbar? Kann man da was sagen? Ja, 99% sind frei verfügbar. Also eigentlich fast alles kann runtergeladen werden. Es gibt ein paar Ausnahmen im Bereich der Vermessungsverwaltung. Flurstücke beispielsweise, die ich jetzt abgesichert gezeigt habe, dass man die halt dafür eine Kennung braucht und auch bezahlen muss derzeit noch, solange sich die Gesetzeslage nicht ändert. Aber ansonsten ist der Rest ist frei verfügbar. Gibt es da eine bestimmte Lizenz, unter denen die stehen? Also wir sind da auch ein bisschen weiter, glaube ich, an der Stelle. Die Lizenzen, die jetzt, also ich habe eben mit Open Data Portal gezeigt, da sind natürlich Lizenzen Bestandteil der Metadatenmodelle und ich sehe ja unten, unter welchen Lizenzen die Daten publiziert werden im Open Data Portal. Das ist bei uns im Geoportal aber genauso. Wenn ich jetzt irgendwo einen Datensatz oder den Katalog nutze und lasse mir die Daten anzeigen, dann sehe ich sofort, unter welchen Lizenzen die Daten publiziert sind. Und nicht nur die Daten, das ist jetzt zum Beispiel für die Luftbilder, die stehen hier unter Datenlizenz Deutschland. Ich sehe auch natürlich dann, ob die Layer, die diese Daten rendern, unter welcher Lizenz die stehen. Die können sich unterscheiden. Also wir managen in unserem System Lizenzen zu Daten und zu Diensten getrennt voneinander. Das wird alles integriert. Ja. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage zu der Leistungsfähigkeit von dem System. Wir haben jetzt gesehen, es sind einige Downloads da. Habt ihr schon irgendwie Probleme gehabt, dass da irgendjemand kommt, das abgrasen und... Ja, das System ist ja so, dass wir momentan wieder 22.000 Nutzer registriert haben in der Datenbank und wir haben bis zu 600, 700 Nutzer parallel auf dem System immer. Und da kommen wir eigentlich nicht an die Leistungsgrenzen. Das, wo die Leistungsgrenze erreicht werden kann, ist genau in dem Fall, wo wir diese WFS-Dienste absichern. Dann muss ich natürlich das GML, wenn das jetzt 100.000 Objekte sind, muss ich mit dem Server in den Arbeitsspeicher nehmen und durchzählen und dann wieder rausschmeißen. Da haben wir gemerkt, dass wir den RAM hochsetzen mussten, weil halt das eben sich jetzt nach und nach etabliert hat, über die WFS-Dienste diese Flurstücke direkt angefragt werden. Da muss man sie halt nicht mehr kopieren. Man muss sich keinen Zweitdatenbestand eigentlich anschaffen. Für viele Einsatzzwecke reicht der direkte WFS hier aus. Und von der Performance ist das ja eigentlich auch ausreichend. Da brauche ich ja eigentlich nichts mehr. Bräuchte ich gar keinen Sekundärdatenbestand mehr. Wenn jetzt noch die Eigentümer dranhängen würden, die sind derzeit noch nicht dran, aber die können wir auch in einem weiteren Schritt auch daran hängen, klar. Ja. Dann entfällt eigentlich dieser Bedarf für einen Sekundärdatenbestand, es sei denn für die Finanzverwaltung, die brauchen den, die müssen eine Vollhistorie vorhalten, um auch dann ein paar Jahre rückwirkend noch Entscheidungen nachvollziehen zu können. Aber für die meisten Nutzer ist das hier komplett ausreichend. Ja. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht so ist, danke, dass Sie heute hier waren, danke für den schönen Vortrag. Und einen schönen Abend. Dankeschön.